Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 hier auf NOSA Games. Ja, ihr seht, wir sind noch hier bei den netten Strahlemännern von der Nudelsuppengang. Ja, die haben hier ihre lustigen Glühbirnen. Ich habe das letzte Mal hier oben Schluss gemacht. Mittlerweile sind, glaube ich, 2 Wochen vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ihr habt also schon die erste Folge schon gesehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier ganz gechillt einmal runter. Ich habe gerade noch irgendeine Nachricht gekriegt. Ne, die interessiert mich nicht. Gut. Ich laber den Typ jetzt einfach an. Wir müssen leider diesen blöden Nudelsuppen-Club hier so ein bisschen joinen. Gerade mal gucken. Ist hier hinten noch Nudelsieb für uns? Ne, nicht. Also gut, ja. Ich rede jetzt erstmal mit dem Kerl. Join den dann mal kurz, weil ansonsten komme ich nicht weiter, um Kazumi zu helfen. Ja, und der wollen mir natürlich helfen. Also gehen wir jetzt einfach da rein. Hey, Mr. Fanatiker? Da bist du wieder. Willst du dich Atomskindern doch anschließen? Ach, wenn's denn unbedingt sein muss. Ich würde gerne mitmachen. Bin dabei. Zuerst das Ritual. Geh zur Quelle und trink. Wenn du zurückkommst, sprechen wir über deine Aufnahme. Ich würde behaupten, das ist eine scheiß Idee, aber ich kann mal kurz gucken. Wo ist der Unsinn? Ich mach das mal kurz weg. Gut. Bäh. Ich sauf doch nicht von der Kloake. Ja, ich weiß, Piper. Du hast mich. Wo ist denn mein Redex? Gerade mal gucken. Das war irgendwo hier im Inventar. Hilfsmittel. Redex. Redex. Brust. Wo ist denn das auf der Karte? Kann mal gucken, wo muss ich hin? Ja, super. Gibt's da auch einen einfachen Weg hin? Strahlebrühe. Strahlebrühe. Ich schwimme mal ganz schnell hier rüber. Hier geht die Pfui. Die Strahle ist gar sehr. Ich hüpfe mal ein bisschen. Ah, wir sind draußen. So, darauf kein Stimpack, ein Redaway. Vielen Dank dafür. So, ich will hier hoch. Ich muss da jetzt hin. Ich saufe natürlich nicht von der Kacke da. Das können die vergessen. Wenn ich das umgehen kann und kann denen irgendwas fantasiert erzählen, dann machen wir das natürlich. So, wir haben noch 93 Meter. Irgendwie ist mir das hier nicht geheuer. Guckt es euch an, hier diese ganze Gegend, die ist so kacke. Ja. Hier kommt bestimmt gleich was rausgekreucht oder gefleucht, was ich nicht will. So. Na komm. Hier kommt bestimmt gleich so eine Meierlöck-Königin oder so. Irgend so ein Kack muss doch hier rauskommen. Wie immer. Sag mal, Shield, meine Alte? Ich dachte gerade wirklich, ich sehe verschwommen. Ja. Wir sind da. Das ist die Quelle des ewigen Unsinns. Also ich muss tatsächlich aus der Kloake trinken. Komm hier. Ja, genau. Ich hab's gewusst. Ja, hier nur Dreck dran. Ja. Volle Verstrahlung. Folge der Gestalt. Welcher Gestalt denn? Seht ihr eine Gestalt? Ich sehe keine. Ah, da hinten soll sie sein. Mann, stehen wir unter Drogen. So. Ja, aufkommen. Geh du mal vor. Irgendwer heult. Ich weiß nicht wer. Ah ja. So, ich laufe jetzt hier durch. Gleich werde ich irgendwo von irgendeinem Scheiß angegriffen. Was bist du denn hier für einer? Sorry Leute, aber bei mir ist spät Abend. Ich finde das schon ziemlich creepy, dass ich hier so ein Typ hinterherlaufen soll. Ja, Folge der Gestalt. Ist schon für mich so ein bisschen... Ja. Geisterhafte Gestalt. Kann man auch mit dem reden? Alter, bleib mal stehen. Ich muss mit dir reden. Jetzt. Hallo?
ja. Red X wirkt nicht mehr. Ja, ganz toll. Ich bin schneller wie du. Guck mal hier, ich kann das sogar seitlich. So. Da. Aha. Alles verseucht, alles verstrahlt, alles kacke. Was bist du davon? Komm. Dich kriege ich auch von hier aus gekillt. So. Sind hier noch ein paar Ghule mehr, die ich mir hier lynchen müssen? Ja, da kommt doch schon der nächste. Ich habe dich doch schon gesehen. Komm mal bei mich bei. Also ich kann dem hier mit diesen Kindern des Atoms gerade so gar nichts abgewinnen. Seid mir nicht böse, Leute, aber... So, ich gehe hier jetzt rein. Das sieht für mich aus wie Unsinn. Ja, genau. Ich wusste es doch, irgendwo kommt hier Schwachsinn bei rum. Wenn du hier zu mir kommst... Wo die Munition herkommt, kommt auch ganz viel anderes her. So, sind nur noch zwei über. Na komm. Und den da hinten schicken wir auch noch ins Land der Träume. Auch wenn wir ein bisschen unter Drogen stehen. Komm her. So. Ein Glück, Piper hat nichts gemacht bei der ganzen Aktion, ja. So, und ich soll das komische Ding jetzt hier untersuchen. Ist hier irgendwas Besonderes drin? Dieser bekifften Status geht mir so ein bisschen auf den Sack. Oh ja, der hat Baumwollgarn. Ist das toll. Du hast auch irgendwas Bestimmtes? Ja, Kronkorken und ein bisschen Kohle. So. Ist ein Passwort nötig. Ja. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Ja, hier gibt es garantiert einen Hinweis. Wir nehmen doch einfach mal hier das verbrannte Buch. Die heiligen Elemente. Ah, super. Ist irgendwo ein Ding, was man irgendwie nachgucken könnte? Da, Munitionskiste vielleicht. Upsala. Strahlt gar sehr. Noch mehr verbranntes Buch. Mein Redex wirkt ja nicht mehr. So. Kann ich mich irgendwie von diesen Drogen mal wieder befreien? Komm hier. Ist ein Passwort nötig. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Ja, Periodensystem der Elemente. Ich weiß nicht, inwieweit uns das weiterhilft. Bin ich gerade so bekifft hier mit meiner Tussi oder bist du hier hinten? Du bist auch kein Hinweis. Da ist ein Leuchtpilz. Da unten ist was. Kronkorkenvorrat, den nehmen wir mal mit. Verbranntes Buch. Hey, wenn die mal klar sehen würde, wäre das auch viel angenehmer. Malpinsel. Ich sauf hier gleich meine ganzen Vorräte auf. Bist du da? Ist hier draußen irgendwas? Nö, eigentlich auch nicht. Hast du vielleicht einen Schlüssel dabei? Haarklammer, die nehmen wir mit. Jetzt habe ich die so toll weit verteilt, alle. Hast du was? Und Korken. Industrielles Lösungsmittel, das nehmen wir auch noch mit. Also irgendwie, ja, ist das nicht so meins hier. Ich
finde es da drin nicht. Warte mal, hier liegt noch einer rum. Der hat auch nur Tafelsilber dabei. Also aus meiner Sicht muss es hier irgendwo drin sein. So, wir gucken uns das Ganze mal in Ruhe an. Ich mache die Türe mal zu. So, Schlechtwetterfront. Da oben ist erstmal nichts. Gehen wir das Ganze mal durch. Da liegt ein verbranntes Buch. Den Leuchtepilz nehmen wir mal. So, hier hinten auf dem Fässchen steht auch nichts drauf, was uns irgendwie weiterhilft. Den Schädel können wir nicht verwenden, das können wir nicht verwenden, das nicht. So. Da ist schon alles raus. Da stehen komische Flaschen, die hässlich gelb leuchten. Da ist noch ein Leuchtepilz. Weg damit. War da noch was? Da ist doch was. Ha. Seltsames Gekritzel. M-O-T-H-E-R. Mother. Könnte das das Passwort sein? Ja, frag nicht so. Das wird's wohl sein. Juhu, wir sind drin. Ey, und guckt mal, sie kann wieder klar gucken. Ist das schön. So. Sammel die Ikone ein. Ja, von mir aus. So, dass wir hier aus dem komischen, abartigen Dörfchen hier verschwinden können. So. Hier, komische Ikone. Ja. Komm mit. Dankeschön. Ich habe die Markierung da vorhin echt nicht gesehen. Ja, dann gehen wir jetzt zum komischen Großfanatiker zurück. Bevor wir hier ganz verstrahlt sind. So. Wo lang geht das? Machen wir einfach mal hier den Schnellweg. Wir haben ein bisschen hier in der komischen Dreckbrühe geplanscht. Ach ja. Ja, am Freitag kommt zum Glück Formel 1 raus. Dann geht es auch bei uns wieder mit Formel 1 weiter. Kleine Ankündigung am Rande. Wir werden ab und an nochmal ein paar Community-Rennen fahren. Ein paar Leute wissen schon Bescheid. Ja. Ich hänge gerade hier fest. Gucken, ob wir irgendwo außen rumkommen. Wer Lust hat und Zeit hat mitzufahren, kann sich gerne mal bei mir auf der Xbox melden. Profil ist ja eigentlich bekannt. NoFuchs2001. Sucht einfach mal danach. Und schreibt mich mal an, dann können wir mal gucken, ob ihr da mitfangen, ob das bei euch zeitlich passt zum Mitfahren. Können wir einfach mal ein bisschen, ja, Rennen fahren. Wäre nicht schlecht, würde mich freuen. Aktuell sind wir, glaube ich, 8 oder 9 Leute. Sollte auf jeden Fall schön abwechslungsreich werden. So, ich bin jetzt hier überall durchgelaufen. Ich weiß, dass ich vorhin an jeder Menge hässlichen Viechern vorbeigekommen bin. Ein Glück, bisher sind die ausgeblieben. Okay, ich habe auch, glaube ich, hier den supergeilsten Weg überhaupt dafür gewählt. Ja. Was läuft da unten rum? Was bist du? Ah, ja. Nein, da gehe ich jetzt nicht hin. So. Nicht hier runterspringen, ohne dass mir was passiert. Das scheint so. Im Blatt. Keine verseuchte Hirschkuh, nur ein Blatt. So, ich habe gerade Streifen auf dem Bildschirm. Sehr interessant. Ich habe jede Menge Streifen auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihr seht die nicht auch. Ich kann mal kurz auf den Rechner gucken. Ne, bei mir sieht es noch einigermaßen gut aus. Ja. Piper, du, ich glaube, wir gehen schwimmen. Was hältst du davon? Hier, ab in die Dreckbrühe. Das macht uns doch am meisten Spaß. Hier, guck hier so. Platsch. Sind wir drin. Und hier drüben geht's wieder raus. Hoffe ich zumindest. Ja, da sieht's gut aus. Sehr schön. So. Ein Glück, die komische Gestalt ist nicht so gelaufen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Aber gut, so, wir sind 45 Meter von denen entfernt. Hier, Nudelsuppen-Terroristen. Wo muss ich hier lang? Ey, Leute, ich fasse das nicht. Hier ist eine Brücke. Die habe ich vorhin wohl total übersehen. Aber ist egal. Hauptsache mal durch die Kloake geschwommen, so wie sich das gehört. So. Großfanatiker Nudelterrorist.
Komm mal her, hier, da so, guck da. Da bist du wieder. Mehr als ich erwartet habe. Hat der Turm dir etwas offenbart? Nö. Die Quelle war vergiftet. Wolltest du mich umbringen? Dieses Wasser ist mit Atoms heiligem Leuchten gesegnet. Dass du überlebt hast. War das dein Erlebnis? Hey, ich habe von deiner Killerquelle getrunken und bin der Frau gefolgt. Und ich habe nur diese komische Statue bekommen. Ich finde, du schuldest mir noch was. Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Echt jetzt? Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten. In Nebel gehüllt. Bei Atom. Du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Ajo, wir folgen mal Atoms Weg. Ich bin bereit, seinem Weg zu folgen. Dann soll es so sein. Geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht, Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Willkommen, Schwester. Ja, und wir kriegen unser eigenes Nudelsuppengedönsel, Nudelsieb halt. So, da ich nicht unbedingt jetzt da großartig mit diesem Herrn da weiter über die Sache reden will, mache ich als allererstes mal, ja, die andere Quest an. Wo ist er denn? So. Wir gehen da jetzt rein, schläg die Flinte mal runter. Und ja, ich bleibe so angezogen. Ich setze mich auch kein Nudelsieb auf, also bitte. Spaßvögel da. Erstmal einen Schluck trinken. So, da ist er wieder. War jetzt zum Glück nicht so viel Ladezeit, aber sehen tue ich noch nichts. Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und oh, hier vorne. Das wissen Sie. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren. Töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Wo Nach ist er? Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Wo ist er denn? Der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen. Und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atomschleier wird durch die Straßen ziehen. Der Typ ist mir ein bisschen zu fanatisch. Heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an. Seid mir nicht böse, aber der Typ ist mir zu creepy. Atom! Gepriesen sei Atom! Nee, da mache ich nicht mit. Oh Mann. So, jetzt muss ich dem Typ da oben, ja, dem Strahlemann persönlich, dem muss ich jetzt dieses komische Ding darüber bringen. Schönes U-Boot habt ihr. Ja, hier so auf dem Trockendock. Lasst mich raten, läuft mit Atomstrom? Ihr wisst, dass die Grünen sich sehr dafür interessieren würden. Ja. Auch sonstige Umweltbehörden könnten da was gegen haben, dass ihr ein eigenes Atom-U-Boot habt. So, wo muss ich denn lang? Wer bist du hier? Das ist auch so ein Fanatiker.
So, wo komme ich denn jetzt hier auf das U-Boot drauf? Ah, da bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Nein, keine Zeit. Warte, sag ich dir noch. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für sowas. Nun gut. Aber du bist jetzt eins der Kinder. Das bringt Pflichten mit sich. Vergiss nicht lange. Nicht lange. Ich habe nur eine Aufgabe. So, ich bin jetzt erstmal... Was nu? Bildstörung? Sub. Ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Ich glaube an dich. Ja, alles wird gut. Der ist ein bisschen arg krank. Wo ist er denn? Hallo, Alter? Wo bist denn du? Labert hier? Ja? Bist du da unten? Wo ist er hin? Irgendwie, wo ist er denn hingeflüchtet? Der Großmeister hier. Der wohnt im Schiff, oder was? Echt jetzt? Der wohnt im Schiff? Mann. Hey, Piper. So, wir gehen da mal rein. Oh, der sieht schon so bekifft aus. Guten Tag. Ah, ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Schwester. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Ich würde ja gerne sarkastisch sein, aber das geht gerade nicht. Zu viel Strahlung. Mit mehr Strahlung, als mir lieb ist. Das steht mal fest. Ah, du hast Atoms Segen nicht. Kein Problem. Einige unserer Geschwister leben auf diese Weise. Aber ich schweife ab. Ich habe da eine Frage an dich. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die Natürlich. Ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Das ist mir ziemlich egal. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Verständlich. Aber wenn du einem Feind gegenüberstehst, der dich jagt, und dir das raubt, was rechtmäßig dir gehört, gibt es nur eine Antwort. Sich zu wehren. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden. Während Far Harbor mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle ich frage mich gerade, was der um den Hals hat. Opfer Haber hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren. Oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das. Und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Ich gebe dem einfach mal das komische Ding ab. Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. Nö. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Nö. Erstmal nicht. Atom behüte dich. Die sind mir zu krank, die Typen. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Dimas Erinnerung, weil hier drin will ich nicht länger bleiben, wie unbedingt notwendig. Einer unserer Abonnenten hat mir natürlich einen schönen Tipp gegeben, nämlich hier soll es irgendwo eine schöne Rüstung geben. Bereit, deiner Verpflichtung Atom gegenüber nachzukommen? Nein, ich will keine Verpflichtung gegenüber Atom haben. Ich muss nur mal gucken, irgendwo hier... Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Sehe ich genauso, Piper.
Ich muss nur gucken, wo wir raus müssen. Ich weiß, irgendwo hier ist ein Händler, der hat irgendwelche Rüstungsteile. Ich habe den Namen vergessen. Mal gucken, was habt ihr denn hier drin? Oh. Einen schwarzen Anzug nehme ich auch mit. Ihr nehmt das eh nicht. Ihr zieht euer Nudelsieb an. Das ist mir zu creepy, was sie hier abhalten. So, gucken wir doch mal. Irgendjemand ist hier bestimmt Händler. Bist du Händler? Ne, hier ist keiner. Pennst du? Matratze. Der macht irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was der macht. Du da! Unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Bruder? Fanatiker Ware scheint sich sehr für Bruder Devons Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen will? Du bist doch ein Händler. Du stehst da so schön an der Theke. Komm mal her. Hi. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Nö. Nö, hab ich wohl verpasst. Ist wohl besser so. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Klar, ich schau's mir an. Das Leuchten stört mich immer. So, wir gucken nochmal, was die gute Mai da hat. Alles Lumpen. Riken Marien. Ja, der das ist die Rüstung, die ich meine. Aber ihr seht, wir haben ein klitzekleines Problem mit dem Preis. Ja, gesagt, ein großes. Habe ich irgendwas, was die Alte interessieren könnte? Ich glaube nicht. Warte mal. Ich hab doch immer Piper dabei. Piper hat doch immer meinen Müll damit. Ich habe die bestimmt noch nicht. Kann mal gucken, nicht, dass ich hier runterfalle. Piper? Piper, wo bist du? Na? Du hast wohl zu lange in der Strahlung gesessen. Ja. Piper? Piper? Wo rennt sie denn rum? Ist der Hammer, oder? Eine Maschine, die Atoms Leuchten verbreitet. So, jetzt gucke ich aber mal. Irgendwo 15 Meter über mir muss das Ding sein. 14 Meter? Irgendwo da? Da oben muss ich hin. Wie komme ich da hin? Ist hier eine Treppe? Gerade mal gucken. Nicht oben rumlaufen vielleicht. Also ich stelle mal fest, mit der Rüstung, das müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das machen. Weil der Preis ist ja doch schon nicht ganz... Ich werde eure Feinde von diesen Ufern fegen. Ja genau, mach du mal. Wie komme ich da hoch? Wenn ich hier runter hüpfe, bin ich garantiert tot. Ich speichere schnell mal. Hoppala! Na gut. So, geht's hier hinten irgendwo hoch? Da geht's hoch. So, gucken wir doch mal. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Irgendwo hier muss Dimas Geheimnis sein. Gerade mal kurz gucken, haben wir es auf Karte irgendwo? Lokale Karte? Ja gut, wir gehen mal hier oben raus. Vorsicht, Schwester. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der Hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Echt jetzt? Atom wird mich beschützen. Keine Sorge, Schwester. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Wir speichern sicherheitshalber nochmal.
und gehen rein. Guten Tag. So, ein neuer Anlauf. Ach so, hier sind gepanzert, die Kackdinger. Was gehört wegen Eindringling? Das machen wir erstmal ganz entspannt. Wir warten, bis wir genug Attack Points haben. Sicher, was diese Laserstrahlen machen. Speichern sicherheitshalber nochmal. Mina? Also nix. Weil wir haben sie ja vorher kaputt gemacht. Ist gut. Genau, stell du mal die Kampfbereitschaft ein, ich hab Spaß. Sich und geben sie sich zu erkennen. Recht lernen würde. Wer hat ein Ziel? Klein geschehen. Ach, ein Mr. Gatzi, super. Zwei Stück, dann ist er weg. So, jetzt kommt noch das Protektron. Das sollten wir auch kaputt kriegen. Ich würde sagen, das gehört jetzt uns. Genau. Ist keiner drin? Gibt es hier sonst irgendwas Interessantes? Terpentin. So, der Protektron muss doch irgendwo hier rumstehen. Fleck auf dem Boden. Ach, der kriegt jetzt zwei Schüsse von hinten in den Rücken. Dann war es das. Okay, es reicht sogar schon einer. Jo. Damit müssten wir alle Sicherheitsbarrieren weg haben. Und könnten jetzt wohl oder übel gleich das holen, was wir holen wollen. Nämlich das Zeug von Dima. Noch einer. Ah, die wollen es aber auch wissen, was die Sicherheit angeht. Na ja, komm, geh mal weiter. Es wird noch interessant werden hier. Hier geht's nach oben. Ich
würde mal sagen, das wird noch lange nicht das letzte gewesen sein, was wir hier geholt haben. Laden mal nach. Wir wissen ja nicht, was noch so kommt. Auf jeden Fall werden wir jetzt Kazumi erstmal hier schön mithelfen. Ich hoffe, das bringt auch was. Aktuell bin ich mir über den Sinn dieser Mission noch nicht so ganz bewusst. Da liegen Stromleitungen. Nicht cool. Man weiß ja auch nie, was hier rumläuft. So. Das Feuerzeug nämlich hier. Oh. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Oh oh. Scheiße. Dieser Bereich ist sauber. Letzte Suchprotokoll fort. Leute, das hat mich gerade schwer schockiert. Blue, wir haben Gesellschaft. Echt? Sehr schön. Zack. Ja, ich glaube da noch nicht dran, dass es das war. Alter Vater, was habe ich mich hier vorhin bei dem Vieh erschreckt? Ja, Lederrüstung, linkes Bein nehmen wir mit. Nukleares Material. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich sind es nur Geschütztürme. Bewegt sich nicht, ist schon mal gut. Ach, da! Sag doch was! Fitz! So, ja. Gut. Kann ich nicht aufheben, aber da unten sind die Mars Erinnerungen. Lass mich raten, ich darf hacken. Oder kriege ich die Tür auch so auf? Tür öffnen. Wozu du? Du wohl gut bist. Die Hilfsenergie ist aus. Kann ich hier irgendwo Hilfsenergie einschalten? Hm. Piper, mach was! Scheiße. Ja, so zerfällt man zu Staub. Wo kam das Vieh her? Muss ich gleich drauf achten. Vor allem, wo habe ich jetzt abgespeichert vorhin? Gut. Ich habe passend abgespeichert. Das heißt, das Vieh kommt da raus. So, jetzt gucken wir doch mal. Können wir irgendwas machen, was dem Vieh vielleicht... Ob wir das Ding mit so einer Sündgranate platt machen können? Impulsgranate, das könnte was sein.
Gut, wir haben 5 Stück davon. Auf ein neues. Ich freue mich so darüber. So, jetzt hier, so. Zack. Hilfsenergie ist an. Komm raus, Scheißvieh. Explodiert natürlich direkt bei mir. Es war natürlich super, dass ich die erste Granate so weit geschmissen habe. Piper, geh mir doch mal aus den Füßen. So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn hier rum? So. Faradays Programm. Jetzt bin ich gespannt. Oh cool, jetzt kriege ich hier wieder so eine komische Vision. Gucken wir doch mal. Simulation. Wenn du das hörst, bist du im Inneren meiner Speicherbänke. Lass dir Zeit. Das ist sehr viel auf einmal. Ich wollte gerade sagen, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so bei Tetris. Die Architektur, die du siehst, sind Daten. Meine Daten. Wenn ich am Stuhl angeschlossen bin, sehe ich genau das. Du nutzt eine frühere Version dieser Technologie. Einen Hirnwellenscanner statt einer direkten Neuralverbindung. Sieh dich um. Erkennst du die gelbe Säule da hinten? Das ist dein Langzeitspeicher. Das ist dein Ziel. Okay. Aber diese Daten kannst du nicht alleine holen. Eines der Programme auf dem Holoband ist der Indizierer. Sie werden durch die netten grünen Wesen dargestellt, die umherlaufen. Siehst du sie? Die Indizierer haben eine Aufgabe. Sie holen die Daten in der gelben Säule und bringen sie zum Zugriffspunkt für die Erinnerungen. Du musst ihnen helfen, sicher dorthin und wieder zurück zu gelangen. Ist ja cool. Sobald sie alle Daten gebracht haben, werden sie vom Programm so übersetzt, dass du sie verstehst. Ist gut. Solltest du die Simulation verlassen müssen, ist das nicht schlimm. Nichts wird zurückgesetzt. Du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Mhm. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Ah ja. So, wenn ich jetzt, also, so, davon, ich habe von allem nichts. So, das heißt, ich hüpfe jetzt, ich bin tot. nein, wir machen das nochmal. So, ich komme hier raus. So, kann ich mir hier so ein Steinchen nehmen? Guck mal her, hier, bei mich bei. Hallo, ich will doch nur so einen Stein haben. So, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut und hoffe drauf, dass ich es irgendwie. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer. So, ich klemme gerade dem seinen Ton ab. Zu gut Deutsch, ich ziehe meinen Kopfhörer aus, um jetzt gerade mal schnell die Verabschiedung zu machen. Nicht wundern, dass gerade der Ton vom Spiel weg ist. Den habe ich jetzt einfach ausgemutet. Also, ich werde jetzt in Ruhe erstmal schauen, wie das hier funktioniert. Und ja, wenn ich rausgefunden habe, wie es funktioniert, dann werde ich mich einfach ja, wieder melden, beziehungsweise dann machen wir einfach hier an dieser Stelle im nächsten Part weiter, wenn es heißt Fallout 4 hier auf Nosa Games.
Ich suche mir jetzt erstmal hier eine Möglichkeit, wie das hier geht. Und ja, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, ja, wie gerade eben auch. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir was in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder, wenn es heißt Fallout 4 hier auf NOSA Games. Bis dann. Ciao, ciao.